Ich zeige das euch jetzt. Ich werde sie dann nachher vom Kindergarten abholen und dann auf jeden Fall noch ihre Reaktion filmen. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin auf dem Sprung und dachte mir gerade, eigentlich könnte ich euch mitnehmen. Ich fahre jetzt nämlich zu einem Shop, der heißt Creative Minds und hoffe, dass ich da fündig werde. Mein Plan ist es nämlich, der Mia dieses Jahr einen selbstgebastelten Adventskalender zu schenken. Ich denke, die wird sich da riesig darüber freuen und es ist halt einfach wieder was Persönliches. Es ist ein schöner Countdown Richtung Weihnachten und ihr wisst, Weihnachten ist einfach die schönste Zeit im Jahr für mich. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich da so ein paar Kleinigkeiten finden werde. Vielleicht gehe ich dann auch noch in den ganz normalen Supermarkt, werde dort noch ein bisschen was holen. Und brauche ja auch noch so diesen Adventskalender an sich. Ob ich dann so Tütchen nehme, Säckchen nehme, Schächtelchen nehme. Vielleicht finde ich auch schon einen fertig gebastelten, keine Ahnung. Und ihr könnt mich einfach begleiten. Ja, ich bin jetzt angekommen. Das ist einfach ein Laden, da bekommt man so richtig viel Gruselsachen her. Alles zum Backen, Dekoration, Bilder, Spielsachen und so Krimskrams einfach. Also ich hoffe, dass ich hier auf jeden Fall fündig werde. So, es sind einfach unendlich viele Regale, aber ich bin jetzt auf den ersten Moment direkt fündig geworden. Also hier habe ich einmal so Einhornsticker und hier sind so kleine Bilder zum Ausmalen. Das sind Puzzles, selber zum Anmalen. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Da werde ich, glaube ich, auch eins mitnehmen. Hier, Monster. Mia steht auf Monster. Oder ein Schmetterling. Hier gibt es jetzt was zum Ausmalen mit Wasserfarbe, also mit so flüssiger Farbe. Die werde ich auch mitnehmen. Okay. Beste Entscheidung, hierher zu kommen. Jetzt gibt es hier solche Tierchen zum Anmalen. Ey, wie verrückt. Also es ist ein lautes so kleines Gruselkram, worauf Mia total abfährt. So, weiter geht's. Also ich muss natürlich auch gucken, dass es klein ist und nicht zu groß. Also das ist jetzt, glaube ich, schon alles ein bisschen groß und ein bisschen viel für so einen Adventskalender. Also ich werde jetzt gucken, ich habe jetzt hier mal so ein paar Kleinigkeiten. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Und dann kommt ja auch noch viel Süßes und so rein. Ah, das brauche ich daheim. Ja, das sind solche Klebedinger, um die Namen von den Kindern an die Türen zu kleben. Das werde ich auch später noch machen. Jetzt habe ich hier noch so kleine Figürchen gefunden. Einmal dieses Pferd und diese Meerjungfrau. So, jetzt stehe ich hier gerade in dem Gang mit den ganzen Tüten. Ich glaube, da werde ich jetzt mal schauen, dass ich habe jetzt gerade die in der Hand, das sind so verschiedenfarbige Tüten und da könnte ich eigentlich alles reinmachen, schön zumachen und halt jedes Tütchen mit einer Zahl dann versehen. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee und dann könntest du danach mit diesen Tütchen sogar noch basteln. So, ein paar Tage später gehe ich jetzt wieder einkaufen. Es fehlen mir nämlich noch so viele Tütchen. Ich habe jetzt auch schon gedacht, ob die Tütchen eventuell zu groß sind, weil ich habe ja oft dann nur so eine Kleinigkeit drin, wie ein Lutscher oder sowas. Aber andererseits habe ich dann auch wieder Sachen drin, die größer sind. Naja, so wie es ist, so ist jetzt. Die Tüten kannst du danach kannst du noch basteln. Aber wir fahren jetzt zum Carrefour. Das ist ein großer Laden. Da werde ich dann noch Süßigkeiten einkaufen, Quetschis, vielleicht Nagellack, Haarspangen, Haargummis, solche Dinge. Ich will nicht, dass sie jeden Tag Süßigkeiten isst. Deswegen versuche ich das auch irgendwie anderweitig zu füllen und ihr eine Freude zu machen. Und nicht immer zu große Geschenke reinzumachen, sondern auch zu Kleinigkeiten. Ja, mal schauen, was ich jetzt finden werde. Oh mein Gott, jetzt bin ich in der Christmas-Abteilung gelandet. Ja, ich freue mich so sehr darauf. Ja, und es geht ja eigentlich um Weihnachten, deswegen überlege ich mir gerade, ob ich vielleicht noch sowas mit reinnehme. Hui! Ja, jetzt bin ich in der Shampoo- und Duschgel-Abteilung. Und ich glaube, darüber würde sie sich auch freuen. Was meinst du, Keiler? Das wird der Mia gefallen, oder? Ja, jetzt hole ich hier noch einen Nagellack raus und dann gehe ich zu den Süßigkeiten. Also ich bin jetzt in der Süßigkeitenabteilung. Wow, also hier ist eine riesengroße Auswahl. Ja, da werde ich jetzt noch einpacken und dann geht's ab nach Hause. Also die zwei Sachen habe ich schon mal hier, diese Pizza und diesen Cotton Candy. Ja.
Die hier kenne ich noch von früher. Da nehme ich hier, glaube ich, auch eins mit. Guten Morgen, ja, neuer Tag. Mia ist im Kindergarten und ich nutze natürlich die Zeit. Ich habe jetzt hier alle meine Einkäufe und werde jetzt versuchen, hier irgendwas zusammenzubasteln. Ich habe dann vor, ich zeige das euch mal. Hier ist ja unsere eingebaute Bar und da werde ich dann auch die Tütchen hinstellen. Also hier steht ja auch schon mein Adventskalender. Wish you a wonderful Christmas time. Und da werde ich dann auch jeden Tag ein Türchen mit euch aufmachen. Das ist nämlich so gut bei euch angekommen, das kann ich manchmal immer noch gar nicht glauben. Ja, und hier möchte ich dann die Gläser wegmachen und die ganzen Tütchen dann aufstellen, so 1 bis 24. Ja, und dann denke ich, sieht das hier ganz nett aus. Ich packe jetzt hier auf jeden Fall mal alles aus. Und dann zeige ich euch mal meine Ausbeute und wie ich dann vorgehe. Ja. Hier sind ja die Tüten. Dann habe ich hier jetzt 24 verschiedene Sachen. Einmal ein Überraschungsei, Quetschi, da packe ich gleich zwei rein, weil da wird Kyla auch eins trinken. Dann was zum Malen, eine neue Zahnbürste, Einhornsticker, dann hier irgendwie so ein Pashpop, keine Ahnung. Dann habe ich hier was gefunden, da kann sie sich dann Ketten selber machen. Mini-Smarties, M&Ms. Dann hier was zum Malen, dann ist es auch irgendwie was zum Basteln. Dann hier was Süßes. Hier diese schöne Meerjungfrau, da wird sie sich freuen. Oreo-Kekse sind Mias Lieblingskekse. Dann habe ich hier was. Diese Schneekugel habe ich mitgenommen, ich fand, die passt ganz gut. Dann hier noch etwas zum Malen. Das musste auch dazu, das habe ich früher immer geliebt. Dann habe ich hier noch so ein Candy Spray. Dann werde ich die Pizza mit dem Pferd reinmachen. Ist das ein Einhorn oder ein Pferd? Ein Pferd. Und das fand ich auch ganz süß. Mia steht ja auf Make-up und es ist ein Make, also ein Lippenstift-Lutscher. Fand ich auch ganz süß. Genau, dann habe ich einmal hier zwei Nagellacks, ein Schaumbad, das ist auch, glaube ich, ein Lutscher, Haarspangen und eine Maske, die sie dann bemalen kann mit den Farben, zum Beispiel von hier. Hold up, I am on my way, I'm in motion, let's go to the ocean, yeah, let's go out. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? Okay, die Tüten waren ein bisschen größer. Ich hätte das jetzt gar nicht so groß gedacht. Und das heißt, sie passen hier unten gar nicht rein. Also ich werde sie dann da oben und da unten, also auf den Seiten hier auch noch ein bisschen ja, aufstellen. Ja, manche Tüten sind jetzt ziemlich leer, also fast alle, weil da ist immer nur eins drin. Aber das habe ich jetzt so an Weihnachten gedacht, das ist so das Größte gewesen. Ansonsten sind halt überall die Süßigkeiten drin. Aber ich finde es trotzdem sehr süß geworden. Ich finde es auch cool, dass die Tüten alle so farbig sind. Und jetzt werde ich die noch beschriften und dann stelle ich sie auf. Ich bin jetzt am Zumachen, habe auch schon 10 Tütchen hier gepackt. Also wie gesagt, der Platz wird sehr knapp werden. Ich habe die jetzt immer so unterschiedlich hoch gefaltet und ein Kärtchen hingemacht. Ich habe gerade mit dem Domi gesprochen, wir werden das dieses Jahr noch relativ so in der Reihenfolge machen, weil sie ja die Zahlen auch noch nicht kennt. Genau, und jetzt mache ich weiter. Und am Ende will ich da noch so ein paar Polaroid-Weihnachtsbilder dran machen oder so. Es geht nicht. Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Ich habe die ganze Zeit eine Fehlermeldung. Warum kann nicht alles mal funktionieren? Hier kam jetzt gerade was raus und ich hoffe, dass es funktioniert hat. Denn ich bin hier schon am Ausrasten. Schaut mal, wie es hier ausschaut. Ich habe jetzt schon so viele neue Packungen aufmachen müssen, weil ich immer irgendwelche Fehlermeldungen habe. Aber schaut mal, es klappt. Es wird. Oh, die werde ich jetzt dann noch so hinheften. Yes, yes, yes.
Ich bin fertig und ich muss sagen, es ist so schön geworden und jetzt auch durch die Bilder so richtig nochmal so ein Touch mehr persönlich. Ich denke, Mia wird sich total freuen. Ich zeige das euch jetzt. Ich werde sie dann nachher vom Kindergarten abholen und dann auf jeden Fall noch ihre Reaktion filmen, weil die kennt es so noch nicht. Die hatte so noch nicht einen Adventskalender. Das heißt, ich werde das dann auch noch erklären und ja, ich denke, es wird auf jeden Fall gut ankommen. In Christmas times. Schau mal, ob du was findest. Dreh, hast du Schuh einfach ein bisschen in der Wohnung, im Haus? Ja! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Mein Polster? Nee! Was dann? Das ist, da steht überall, jetzt guck mal, da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und das geht bis 24 und das machen wir, das erste Tütchen darfst du aufmachen am 1. Dezember und das letzte machen wir auf an Weihnachten. Das heißt, wenn du jedes Tütchen aufgemacht hast, dann ist Weihnachten. Okay? Aber ich sag dir dann, wenn wir starten, okay? Und in jedem einzelnen Tütchen ist eine Überraschung drin für dich. 24 sind es. So viel, hä? Huh? Ja. Und das ist Mamas Adventskalender da oben. Teil hat was angefasst. Ja, Finger weg. Finger weg. Das ist so klar, das ist so klar. Hey, Finger weg jetzt. Also Überraschung gelungen. Die Vorweihnachtszeit kann von mir aus starten. Ne? Es wird nur noch ein Weihnachtsbaum. Domi hat gemeint, dieses Jahr keine Deko im ganzen Haus, da wir Weihnachten in Deutschland verbringen. Aber ihr kennt mich, das lasse ich so nicht stehen. Wir werden sehen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt alles fertig. Adventskalender ist fertig. Ich bin super happy und ich glaube, Mia wird da auf jeden Fall jeden Tag ein Strahl im Gesicht haben. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da und einen Kommentar. Mich würde nämlich interessieren, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder geplant habt. Ja, und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss!